Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu Kenmore's Redemption. Ja, es ist mal wieder soweit. Okay, was heißt mal wieder? Das sind immer etwa, ja doch, 12 Tage und ich habe absolut keine Erinnerung mehr hier dran, also wirklich nicht. Müssen wir da rüber? Ist das das, der Way to go? Eventuell? Fragt der unsicher? Okay, diese Stelle beginnt jetzt schon direkt lustig. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Start in die Woche. Und ich glaube, es lohnt sich tatsächlich, wenn der mal eben weg ist, quasi von hier. Oh. Das war, was war hier noch gleich? Außer Tod und most likely Verderben. Okay. Ja, nein. Vielleicht, Tod. Oh. Hatten wir das nicht schon beim letzten Mal irgendwie so out of memory oder so? Ich bin gleich wieder da. So, da wäre ich wieder. Und wir bewegen uns langsam, aber sicher in Gefilde, die mir nicht gefallen. Oh wow, Chicken out. Bleibt dann hängen oder so, kann ich jetzt laden ohne Probleme zu haben, weil ich habe nur das Gefühl, dass wir Probleme hatten beim Restart. Okay, ich bleib bei meinen ursprünglichen Gedanken. Ich darf nur nicht wieder schlecht spielen. Aber sagen wir mal so, dieser Mod hat quasi ein... Nee, Moment. Erstmal sterben lassen, Chicken out und dann laden. Das hat sich bewährt. Dauert einen Moment, aber es hat sich bewährt. Okay, ist auf jeden Fall anstrengend. Ich will nicht auf den schießen, aber ich muss quasi slightly höher. Ich hoffe, das hat was gebracht. Ich versuche mal zu speichern. Vielleicht kriege ich den problematischen Speicherstand ja weg. Wow. Nee. Wir wollen das. Ich will das gar nicht riskieren. Also quasi nur laden, wenn wir wirklich erfolgreich gestorben sind. Ich weiß, wie ironisch das klingt. Ja, das nimmt mir gerade schon so ein bisschen den Spaß. Okay. Also der ist jetzt weg. Aber ich habe quasi immer noch dasselbe Problem wie vorher. Ich glaube, wir müssen zu diesem Knaben da oben hin. Ich glaube, ein Grundproblem sind einfach diese unfassbar großen Level. Oh. Wunderbar, ich weiß nicht, wie viele Schuss ich normalerweise gebraucht hätte, aber es war auf jeden Fall enough. Okay, muss ich hier hin? I don't know. Hier muss ich leider ein bisschen aufpassen. Das hier rechts sieht aus wie ein Secret.
Für die Leute, die sich wundern, wie ich auf die Thematik mit den großen Leveln überhaupt komme, ich gebe euch dazu mal ein bisschen Insight. Es gibt auch noch einen anderen Mod, der grafisch und auch von den Größen der Level her so bekannt ist, oder quasi infamous, kann man fast schon sagen. Und das ist quasi Episode 58 und 59, ich glaube Rune of Royb, und das andere fällt mir, ich glaube Underworld Ultimatum. Und die waren auch quasi berühmt-berüchtigt dafür, dass die Level so groß waren, dass teilweise die Spielstände korrupt waren und die DOS-Box halt hängen geblieben ist. Und das kann ich mir hier halt leider auch vorstellen. Und das ist quasi so ein bisschen der Insight dazu. Ist hier noch was? Oder war das hier schon das Secret? Okay, das war schon das Secret. Sehr schön oder nicht schön, je nachdem, wie man das betiteln möchte. Ist ein kleiner, jetzt ein kleiner netter Freund, und ich muss jetzt quasi herausfinden, wo ich den blauen Key brauchte, obwohl ich absolut gar keine Erinnerung mehr habe an dieses Level. Da ist auf jeden Fall der rote. Oh. Hier ist auf jeden Fall etwas offen. Okay, was auch immer das für ein Schlaganfall gerade war. Kann ich den erledigen? Oh, der bringt mich ja gar nicht um. Okay. Nee, aber ich kann ihn nicht ausschalten. Aber hier brauche ich gleich alle vier. Okay. Interessant. Gleich mal hier was testen. Ne, es geht gerade so nicht. Das ist ein sehr faszinierendes Bild. Ah, okay, hier ist quasi Start. Dann seht ihr mal, das habe ich komplett vergessen. Ist da oben etwas? Ich gehe mal davon aus, das war sehr schön. Einfach mal laden. Nicht speichern. Ich meine, da oben war ich ja schon, um den blauen zu holen. Aber wie komme ich jetzt quasi an den anderen da? Muss ich ja irgendwie einen Schalter aktivieren, damit. Oder sind die anderen nicht mehr aktiv da? Das werde ich jetzt einfach mal gerade testen. Ich meine, ich bin immerhin davon beeindruckt, dass mein kleiner Trick da funktioniert. Aber wahrscheinlich ist das Tier noch tödlich? Nee. Könnte ich tatsächlich speichern und laden und dann das Level instant schaffen. Das ist jetzt aber nicht der Way to go. Das wollen wir gar nicht. Okay, was ist gerade passiert? Sind die jetzt irgendwie aktiv geworden? Ach, die sind nur teilweise aktiv. Ah. Okay. Was hatten wir hier? Denn genau, es war noch Part of the Beginning.
Die sind quasi dauerhaft aktiv, also ich muss quasi hier den Schalter aktivieren. Okay. Okay. Seht ihr mal, ich habe das jetzt so ein bisschen ausgeblendet, dass die ab und zu mal nicht aktiv sind. Okay. Ich frage mich gerade, was bringt mir das, dass der da ist? Das Vieh sieht auf jeden Fall ein wenig gruselig aus. Aber nur ein wenig. Okay. Aber ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall verstehen, warum ich denke, die Level sind vielleicht slightly zu lang. Ja, das war sehr, sehr gut. Einmal runterfallen. Gut, dann müssen wir ja doch einen kompletten Cycle warten. Wir werden gleich erfahren, wie lang so ein Cycle ist. Wir haben immerhin zwei von vier, I guess, Gems. Okay, das ist natürlich unfortunate, dass das jetzt so lange dauert. Ach, da steht ja, dass es auch nicht zurückkommt. Okay, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Also, diese Dinger würde ich tatsächlich gar nicht einbauen. Ich meine, eventuell gibt es dafür einen Grund. Ernsthaft? Nee, bitte sag mir das jetzt nicht, dass ich da dauerhaft runterfalle. Nein! 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 Ist das ein ätzender... Okay, hear me out. I know you have your reasoning for doing that. For the not returning platform, but... Believe me, it's not a thing you want to do. Because nobody loves that. Sorry to say that. Das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Kann ich das noch retten? I guess I can. Ich meine, es gibt ja auch keinen Grund, warum diese Plattform nicht zurückkehren könnte. Ich meine, ihr könnt jetzt einfach den Weg zurückgehen und dann wieder von vorne starten. Aber, I don't know. Ich meine, ich konnte das jetzt noch retten, obwohl ich, warum auch immer, runtergeschubst wurde von der Plattform. Okay. Uns fehlt quasi jetzt nur noch der rote. Auch schön, wie das eine zumindest auf Anhieb funktioniert hat. Okay, wir müssen irgendwie darüber zu diesem wilden whatever. So, wie konnte man da denn hin? Ich brauche... ja, da oben war ja noch der rote. Aber wie kann ich da denn hin? Ich muss quasi noch einen Schalter aktivieren. War da oben irgendein Schalter? Smart. War hier oben ein Schalter? Ich glaube, hier oben war sogar ein Schalter, aber den hatte ich doch aktiviert, oder? Ne. Hier ist no Schalter. Ja, soweit wollte ich nicht zurückfallen. Okay, wie komme ich an diesen... Ne, klar, ich muss das hier deaktivieren.
Aber wie tue ich das? Wie tue ich das? Ich meine, irgendwo muss es einen Schalter geben, der das tut. Der ist es nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass hier so ein Schalter tatsächlich... Also ich will zumindest da keinen Schalter verstecken, weil das auch, ehrlich gesagt, keinen Sinn ergibt. Wo ist dieser Schalter? Ich liebe diese Stelle. Ah ne, Moment, ich muss mich ja endgültig sterben lassen. Okay, wo ist dieser eine Schalter, den ich in meinen viel zu müden Zustand jetzt suchen darf? Ich meine, das ist noch ein roter Key. Aber wir brauchen ja schon mal einen roten Key. Wo auch immer der ist. Okay, der soll einen auf jeden Fall in den Tod schubsen. Wir brauchen einen Schalter, der quasi das da öffnet. Der hat den da aktiviert, aber... Warum? Warum? Der bringt mich doch jetzt um, oder? Ja. Das ist genau so das, was ich mir vorgestellt habe. Nur weiß ich jetzt nicht, was mir das bringen sollte. Dass jetzt quasi hier das da ist. Was ist der Trick hierbei? Ich habe auch das Gefühl, das hier soll ein Hinweis für mich sein. Wahrscheinlich ist die Lösung so simpel und ich stehe hier einfach nur... Ich frage mich, warum ist dieser eine Schalter hier? Muss ja quasi irgendwas damit da oben zu tun haben. Irgendwas. Ich verstehe es nur nicht. Ha. Existiert eigentlich der Weg von dort? Ich habe das Gefühl, ich übersehe etwas so Simples. Okay, ich sehe hier basically gerade gar nichts. Irgendwas von diesem Gegner zu tun? Rechts, rechts, runter. Thank you.
Ja, ich spinne gerade ein bisschen rum, weil ich gerade keine Ahnung habe. Ich spinne sogar sehr rum. Was ist das Problem? Ich bin bisschen lost, muss ich sagen. Ich glaube, es ist kein wirkliches Rätsel. Und ich suche einfach nur den richtigen. Ach, das Ding ist selbst auch tödlich. Darauf hätte ich aber auch selbst kommen können. Ich weiß auch nicht, was ich da versucht habe. Das Ding da. Warte mal ganz kurz. Der Schalter da könnte theoretisch nur dafür da sein, um rauszukommen. Also eventuell muss ich quasi einfach nur einen Weg mir überlegen, da reinzukommen. Ich meine, es muss doch auch irgendwas hiermit zu tun haben, oder nicht? Warum existiert dieser Schalter da? Ich meine, diese Brücke hilft mir doch nicht. Boah, mein Kopf will gerade irgendwie gar nicht. Also entweder gibt es irgendwie einen Schalter, der quasi die da rechts irgendwie in die da verwandelt. Also dass sie quasi teilweise nicht mehr deadly sind. Aber ich frag mich halt, was bringt das? Was? Da ist ja auch kein Schalter oder so. Also es bringt doch nichts, wenn ich die aktiviere. Auch weil ich gar nicht durchkomme. Irgendwie hilft das ja dabei, dass ich quasi nicht runterfallen kann. Also eigentlich muss es etwas sein, was mir quasi hilft. Aber das hier hilft mir halt quasi gar nicht. Also. Oh, meine Willigkeit wächst. Also ich meine. Ich war ja ewig nicht mehr bei einer Stelle in einem Commander Keen Mod gewesen, wo ich literally nicht mehr wusste oder nicht weiß, wie es da weitergehen soll. Also ich meine, das ist eindeutig, wenn die nicht da wären, könnte ich quasi einfach da durchgehen. Also entweder ist irgendwo ein Schalter, den ich übersehe, der die ausmacht, oder dieser Knopf da unten hat irgendetwas damit zu tun, nur verstehe ich es nicht. Ich meine, ich muss da drüben hin, um in die zweite Hälfte von Level zu kommen. Traurigerweise bin ich ja nicht mal im, also nicht mal ansatzweise, am Ende vom Level angekommen. Danach kommt quasi die zweite Hälfte. Und irgendwo muss
irgendwas sein. Und ich frage mich quasi, was und wo? Wo und was? Mein Level ist jetzt nicht so groß. Kommt man denn überhaupt da runter? Wahrscheinlich von irgendwo da drüben. Boah, dieses Level ist auch riesig und das ist noch ein roter Key, der benötigt wird. Ist das irgendwie ein Trick oder so? Und das soll mich verwirren, I don't know. Habe ich irgendetwas übersehen? Okay, ich habe kein Problem zuzugeben, wenn ich keine Ahnung habe. Und tatsächlich habe ich ausnahmsweise mal keine Ahnung. Ja, das kann eventuell an der Müdigkeit liegen oder ich sehe das Offensichtliche vor Augen nicht mehr. Eigentlich hätte es heute einen etwas längeren Part geben sollen, aber da ich jetzt absolut gar keine Ahnung habe, wie das hier weitergeht oder weitergehen könnte. Meine Frage an euch, ob ihr da eine Idee habt, weil ja, das ist ein bisschen peinlich. Also theoretisch hätte ich schon seit 5 Minuten wahrscheinlich mit dem Level fertig sein können. Obwohl das Level da drüben sieht noch ziemlich lang aus, aber hier, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ja? Vielleicht hat sich meine restliche Intelligenz einfach verabschiedet. Ich weiß es nicht. Ich nehme auf jeden Fall Hilfe gerne entgegen. So maybe you can tell me what to do. Hab kein Schamgefühl, da jetzt euch um Hilfe zu bitten. Und ja, vielleicht wird, wenn die Antwort schnell kommt, es morgen vielleicht einen Livestream ausnahmsweise mal geben, der quasi so ein bisschen Ausgleich für heute darstellt. Hängt ein bisschen davon ab, wie das morgen mit der Arbeit und den Zügen funktioniert, weil ich hatte schon wieder das Problem, dass der Zug ausgefallen ist und das ist leider ein bisschen ätzend im Moment mit der Bahn. Aber gut, das war's heute für Crackmore's, nee, nicht Crackmore's, Kenmore's Redemption. Jetzt habe ich quasi Crack und Kenmore zusammengewürfelt. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit. Ich meine, vereinzelt waren ganz coole Sachen dabei, aber ich weiß nicht. Ich meine, so ein bisschen knifflige Dinge sind, denke ich, in Ordnung, aber ich glaube, dann würde ich die Level nicht ganz so riesig machen. Die Level sind schon unglaublich groß und dieses Hängenbleiben ist ein Problem. Ich würde mal sagen, mit dem, ich lasse jetzt quasi Crack fertig sterben und lad dann erst, scheint zumindest zu funktionieren und ja, würde mal sagen, das war's von hier und heute. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.